Let's Play Silent Hill 2 für die PlayStation 2 bei Kein Plan Gaming Folge Nummer 16. Yeah, wir sind im anderen Krankenhaus, in der blutigen Variante. Ich habe in der letzten Folge den Kupferring aus dem Keller geholt und Maria wieder getroffen. Und ich habe die Theorie, dass wir diesen Kupferring jetzt dieser Figur hier aufsetzen müssen. Ja. Und ich habe den Kupferring auf die Hand der Frau im Gemälde gelegt. Krass. Ja. Ja, okay. Es leuchtet auch so grün, ne? An der Tür ist das Gemälde einer Frau bezahlt. Stand die Hand in 3D, ne? Ja, ich weiß auch nicht. Mehr nicht? Also es war auf jeden Fall wohl richtig, aber... Man muss noch mehr Sachen machen. Man muss noch irgendwas machen. Was könnten wir denn noch übersehen haben? Hier haben wir jetzt alles gesehen, ja? Ja. Genau. Genau. Da ist alles... Ah, wir sind doch jetzt zu zweit. Wir können jetzt in diesen Dayroom gehen. Ah, ja. Wo wir diesen fucking Kühlschrank aufmachen können. In welchem Stockwerk war das nochmal? Da unten. Im ersten? Da war... Nee, eben war es abgebildet. Wo denn? Da, unten? Ja, also im zweiten. Rechts. Ein Stockwerk tiefer noch, okay. 2F unten rechts. Wie kam ich da hin? War hier vorne ein Fahrstuhl? Weil nee, der Fahrstuhl, der vorne neben der Hand war das. Dann jetzt in den zweiten. Was meinst du, was im Kühlschrank drin ist? Oh. Das ist eine Leiche oder so. Hi there, everybody! Thanks for tuning in! Welcome to another exciting edition of Trick or Treat! Here you either answer the questions correctly and win a great prize! Okay, was kommt jetzt? Is home to a thrilling amusement park that both children and adults love. The question is, what is the name of this amusement park? 1. Fantasyland. 2. Silent Hill Amusement Park. 3. Lakeside Amusement Park. Okay, quickly on to question number 2. Weißt du's? Ich muss gleich mal gucken. Gruesome murder of New Year's Day. A brother and what? Sister were playing in the road when they were attacked and chopped into pieces with an axe. Or smashed bones, splattered blood, and finally... What a terrible tragedy. What a gruesome end to such innocent lives. What was the name of the murderer who committed this violence? War das nicht irgendwas mit Sullivan? Ja. Ah, tatsächlich, what is Sullivan? Das haben wir gelesen. Ja, ein Satz. 3. Eric Gale. Now for our third and final question. South of the lake is a deserted old neighborhood called South Vale. From there to Pale Vale, the central resort area northwest of the lake, there's only one road you can take. Just one road, no more. Nathan oder sowas, ne? Nathan Street. Oder Nathan? 1. Bachman Road. 2. Rindell Street. 9. 3. Nathan Avenue. Well, that's the last of our questions. Have you got it all figured out? When you know the answers, head to the storeroom on the third floor to collect your prizes. But be careful if you're wrong. Well then, everybody, thanks for tuning in. See you again sometime. Bye-bye!
Also, wie der Amusement Park hieß, das wissen wir nicht. Die anderen Antworten habe ich mir aufgeschrieben. What was that? Ja, gut. Ich glaube, die hat ein Schmetterling-Tattoo auf dem Bauch. Sollen wir jetzt erstmal in den dritten zurückfahren oder gucken? Ja. Was ist eben? In den Storeroom, hat er gesagt, ne? Das habe ich mir jetzt nicht gemerkt. Sorry. Also, Storeroom, Storeroom, Third Floor. Habe ich irgendwie in Erinnerung. Ja, dritter Stock. Stimmt, habe ich mir aufgeschrieben, dritter Stock. Jetzt muss ich noch gucken, wo hier der Storeroom ist. Welcher Storeroom denn? Hä? Ach, da vorne. Okay, da muss ich... Da komme ich sogar durch, okay. Das heißt, ich war da schon mal drin und kann mich nicht erinnern, was da war. Jetzt muss ich aber noch kurz auf meine Karte gucken, weil ich will jetzt kurz gucken, wie der Vergnügungspark heißt. Genau. Das heißt, wir müssen auf die große Karte gehen. Da steht Lakeside Amusement Park. Also, das war die dritte, glaube ich. Vergnügungspark am See. Ja, ne? Das war, glaube ich, auch das dritte. Das heißt, da war es 3, dann war es bei der... Dann war es 2 und dann war es 3. Also 3, 2, 3. Ja. Wahrscheinlich muss das ein Code oder sowas gleich sein, den wir eingeben. Ja, denke ich auch. Das war jetzt hier. Oh, das ist die Kiste. Also, die erste Frage, sagen wir, Antwort 3 war das, ja? Ja. Ist wahrscheinlich hier Q1, Question 1 und dann... Ja, genau. Also das erste war 3. Mhm. Und dann 2. Ja. Und dann wieder 3. Warte. Ja. Das klang nicht gut. Also bist du sicher, dass wir es richtig hatten? Nein, das andere war doch 1. Das ist 3-1-3. Walter Sullivan war auch das erste, was sie gesagt haben. Stimmt. Anna, du hast uns hier fast umgebracht. Warum habe ich denn 2 aufgeschrieben? Frage 2 meinte ich vielleicht, bin ich doof. Also. Wie, wird nur eine Chance? Ne, mach keinen Scheiß. Ich drücke die Taste, aber nichts passiert. Ja, Anna, wir haben es versaut. Ach man, das ist doch kacke. Das riecht mich jetzt auf. Ich kann nochmal versuchen, reinzugehen. Ob sich dann vielleicht was getan hat. Nee. Das war's, Anna. Haben wir verkackt. Ach man, das ist doch echt scheiße jetzt. Tja. Haben wir Pech gehabt, hätten wir uns vernünftig merken müssen. Dann zurück in den zweiten Stock. Blöde Dreckskacke, ey. Das riecht mich richtig auf jetzt. Ja, ich hätte es ja eigentlich auch merken. Ich wusste ja, dass bei der zweiten Frage eigentlich Nummer 1 war. Kann jetzt nichts ändern. Frag mich nur, was es für Items gegeben hätte, wenn wir es richtig gelöst hätten. Meinst du, es wären nur Items gewesen oder Hinweise? Wahrscheinlich Items. Okay, dann finde ich es nicht so schlimm. Doch, ich find's scheiße. Bisschen kompetent. So, jetzt können wir wenigstens den Kühlschrank hier aufmachen. So, jetzt mit vereinten Kräften. You can't open it? Yeah, Maria, give me a hand here. Come on. You're supposed to be the big man around here. How's a little girl like me supposed to help? Haare? What's this? Not very cute, is it? You, James. You take it. Thanks. Ein Bleiring. Hier müssen wir eigentlich jetzt alles haben, um die Statue da zu aktivieren. Und dann müssten wir eigentlich auch fertig sein, oder? Ja. Obwohl, nee, wir waren noch nicht, wir waren in den anderen zwei Stockwerken noch nicht auf der anderen Seite jeweils.
Also gibt es diese zwei Bereiche, zwei Flügel. Diese Welt ist gar nicht schrecklich. Das sind nur Laken. Ja, man fragt sich natürlich, warum. Warum sind hier Laken? Und dieser Pyramid oder wie auch immer Head, der gruselt mich schon ziemlich. Ja. Also ich mag das nicht, wenn der kommt. So. Ich habe den Bleiring auf die Hand der Frau im Gemälde gelegt. Jetzt ist die Tür offen. Okay. Von hier aus kommen wir auch nur nach unten. Oder liegt wieder was? Da liegt ein Umschlag auf dem Boden. Er enthält ein schwer zu lesendes Schreiben. Ich nahm den Schlüssel vom Direktor. Den fuhr's Museum. Ich hab ihn hinter der betenden Frau gesteckt, als ich für den Tagesausflug rauskam. Ich hab ihn genommen, aber ich hab ihn nicht gestohlen. Ich bin kein Dieb. Also, Schlüssel fürs Museum, hinter der betenden Frau. Das ist ja eigentlich jetzt, wo wir sind, ne? Hinter der betenden Frau, ja. Oder gibt's hier noch eine andere Kapelle oder sowas? Ist auch kaputt. Oha, Anna. Das ist nicht gut. Oh oh. Was ist das denn? Ach du Scheiße, das ist der komische Pyramidenkopf. Ja. Lauf. Ja, ich laufe. Auch. After we got separated in that long hallway. Do you remember this place? Ja. Oh nein. Maria, komm! Oh nein! Alter Schwede, das war krass. Damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Das war voll die Drucksituation, als ich da gelaufen bin, weil die Steuerung so schwierig ist. Ja. Und du Angst hast, dass sie dich einholen. Ja. Ist echt ein Scheiß-Tod, ne? Ja. Wo sind wir denn jetzt? Ist das das normale Krankenhaus jetzt wieder? Ne, ist immer noch die Psycho-Variante, oder? Ja. Vielleicht kommst du hier in die anderen Räume rein. Ich habe irgendwie so meinen Zweifel, dass ich hier irgendwas jetzt hinkriege. Oh, tatsächlich, geht alles. Was haben wir hier? Er, der nicht kühn genug ist, um über den Abgrund hinweg angestarrt zu werden, ist nicht kühn genug, um selbst hineinzustarren. Ein Schlüssel und ein Pfeil zu einem Ort. Die Wahrheit lässt sich nur erfahren, indem du weitergehst. Folge der Karte, da ist ein Brief und ein Schraubenschlüssel. Aha. Gonzales. Letter Wrench. Rosewater Park, da waren wir doch schon. Okay.
Das war abgeschlossen. Ich habe sie auf meine Karte übertragen. Ich habe den Schlüssel zur Eingangshalle des Krankenhauses. Das war abgeschlossen, das heißt... Okay. Hier ist ein altes Buch über die Geschichte von Silent Hill. Hier ist ein altes Buch, noch ein altes Buch scheinbar. Hier stehen Bücher über Medizin, die Stadt und diese Gegend. Ups. Und nichts liest er? Ich habe keine Zeit, hier rumzustehen und das alles zu lesen. Okay. Und hier ist sonst nichts mehr. Schauen wir uns nochmal die anderen Räume an, die hier sind. Ja, müssen wir ja, ne? Irgendwie brauchen wir auch einen Schlüssel, um dieses komische Dings zu kommen. Silent Hill Historical. Genau. Irgendwie. Also ganz ehrlich, ich habe noch nie ein Spiel gespielt, wo so viele verschlossene, kaputte Türen sind wie das hier. Kaputt. 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 Oh, da kann man speichern. Das ist wahrscheinlich der Ausgang, ne? Okay. Da können wir rein. Da waren wir schon drin. Also, Moment. Ich habe mich jetzt irgendwie verlaufen. Welche Tür habe ich noch nicht ausprobiert? Die da vorne habe ich alle nicht ausprobiert? Nee. Echt nicht? Nee. Sie zu meiner Linken. Okay, nicht. Kaputt. 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 Das ist doch echt lächerlich. Das ist doch echt komplett. Soll ich die andere echt auch noch probieren? Die Doctor's Lounge? Okay. Ja. Mal hier rum und dann stelle fest, dass sie verschlossen ist. Oder kaputt ist. So, dann speichern wir hier draußen. Oder hier drinnen, bevor wir rausgehen, einmal kurz ab und mal gucken, ob jetzt die Stadt auch Psycho ist oder ob da draußen jetzt alles in Ordnung, heile Welt mäßig ist. Wir sind gespannt. Oh. Maria ist tot. Ich konnte sie nicht beschützen. Und wieder konnte ich nichts tun, um zu helfen. Laura ist einfach weggerannt. Mary, was? Was soll ich nur tun? Wartest du wirklich irgendwo auf mich? Oder ist das deine Art, um... Ich werde Mary finden. Das ist das Einzige, was mich noch hoffen lässt. Ihre Art, um was? Das ist natürlich die erste Frage, die man sich jetzt stellt, ne? Ich würde sagen... Was uns jetzt im anderen Silent Hill hier erwartet, das sehen wir in der nächsten Folge. Ja. Bis dann, ciao. Ciao.